Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir haben gerade den Edenapfel bekommen und sollen keinen Schaden nehmen in dieser Mission, was eigentlich unmöglich ist. Keine Gesundheit verlieren. Es kostet Gesundheit, den Edenapfel zu benutzen. Okay, tötet mich. Neu starten. Okay, wie macht man das, ohne den Apfel zu benutzen und ohne Schaden zu nehmen? Das habe ich mich damals gefragt. Ich habe es nicht geschafft. Oh Gott, ich habe noch kein Leben verloren bisher. Puh. Aus welchem Gebiet fliehen? Borgia-Einfluss. Oh, das haben wir auch noch befreit. Das heißt, gibt es nur ein Borgia-Gebiet. Okay. Machen wir jetzt mal irgendwo einen Wegpunkt hin. Ja, am besten hier ins Wasser rein. Oh Gott, was ist denn das? Wie soll man diesen scheiß Auftrag denn machen? Vor allen Dingen, wieso sehen die mich immer? Oh Gott, ich hasse so eine Scheiße. Also, die letzten Aufträge haben alle so behinderte 100% Ziele. Wo aus dem Gebiet fliehen. Und kaum bewege ich mich einen Millimeter, wissen die genau, wo ich bin. Was soll denn das? Nee, das kotzt mich schon wieder an. Ja, schwimm schneller, Ezio, bitte. Wenn man hier nicht mehr als hier 50% Gesundheit verlieren dürfte, das würde ich ja noch verstehen, das wäre noch gut. Das ist, glaube ich, 3 Jahre später. August 1503. Rodrigo Borgia ist tot. Und Cesare? Vergiftet, verlegt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Hilfe werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt. Doch brauchen wir ein Heer. Wir haben eins. Demilitarisierung. Cesares römische Armee vernichten, damit er keine Unterstützung für einen Gegner findet. Können die mich einfach in Ruhe lassen? Habe ich keine Medizin? Na super. Ihr müsst sie finden. Die sind überall und nirgends gleichzeitig. Mir ist egal, wie ihr es anstellt. Wir schaffen es nicht alleine, Signore. Ihr müsst uns helfen. Ich bin krank, ihr Idioten!
Micheletto wird bald mit meinem Heer kommen. Und dann seht ihr, wie schnell die Assassini fallen. Ihr täuscht euch, Cesare. Wache! Darf ich wieder keine Gesundheit verlieren? Oh, was ist das für ein Zauber? Entfernung zum Ziel verringern? What the fuck, was für ein Ziel? Ich verstehe irgendwie nicht mal, wie der scheiß Apfel funktioniert. Ich verstehe diesen Apfel nicht. Warum ist da oben überhaupt einer alleine? Und warum schießen die mich die ganze Zeit an? Ich verstehe diesen Apfel einfach nicht. Kannst du nicht endlich mal töten? Ach ja. Oh Gott, ich verstehe diese Scheiße nicht. Immerhin habe ich es geschafft. September, wann war das andere? August? Ein Kardinal verriet unter Stress, dass Cesare sich mit loyalen Templern auf dem Lande treffen will. Der Kardinal bricht heute zu dem Treffen auf. Ich werde ihm folgen. Oh Gott, rot sehen. Ach ja, wundervoll. No, please ignore me. I don't want. No, señor, por favor. Hä, wo ist er denn? Der versteckt sich aber ganz schön am Rand.
So. Natürlich sieht er mich sofort. Ein einfacher Typ, der hier mit einer Kapuze oben steht, ist auch immer ein Assassine. Vor allem auch immer genau der, den sie suchen. Oh, kann ich nicht mehr abreißen, sehr gut. Also wenn man die Apfel in der Hand hat, ist man komplett nutzlos eigentlich. Helft mir und ich erobere Rom zurück. Wir kamen überein, Della Rovere zum Papst zu wählen. Tut uns leid. Ich zahlte für eure Stimmen. Roma ist nicht mehr, was es einst war. Die Borgia-Geldquelle ist versiegt. Das werdet ihr noch bereuen. Assassino, lauft! Gedungene Männer versprechen euch ihr Blut. Aber sobald ihr sie braucht, wenden sie sich gegen euch. Wache! Oh Gott, schon wieder. Nice. Moment. Aua, hör mich zu ich hasse diese Leute, die schießen. Die ganze Zeit überschießen. Jetzt muss ich einmal verzaubern und dann machen die das irgendwie selber, oder was? Ich verstehe es nicht. Können wir hier nicht mal sterben? Luke spawnen direkt zwei Assassinen hinter mir und töten ihn. Was? Mein Assassin-Rekrut ist tot. Dann haben wir noch mehr. Der eine Rekrut ist tot. Gott, war es das jetzt endlich? Bitte. Ich hoffe, das Spiel ist noch nicht abgeschieden. Dezember, das ist ein Monat später. Oder? Nee, September war eben gerade. Cesare versammelt seine besten Krieger vor dem Haupttor von Roma. Sammelt die Assassinen. Wir kämpfen gemeinsam. Muss ich ja nehmen. Ich wollte jetzt eigentlich so ein, zwei Missionen noch machen. Ein bisschen rumpimmeln noch. Aber nein! Oh, darf ich wieder mit dem scheiß Apfel kämpfen? Oh Gott, ich hasse mein Leben, ey. Was soll ich denn machen, wenn mein Assassinen-Ding verletzt ist? Ich kann das nicht einfach aufhören, oder ihn wegschicken oder so. Ganz Italien wird vereint sein und ihr herrscht an meiner Seite. Wollt ihr meinen Triumph genießen? Bald trifft Micheletto mit seinem Heer ein.
Aber ihr werdet schon vorher sterben. Insieme per la vittoria. Vittoria! Was? Kein Kern. Bald ist euer Leben verwirrt und mein Reich wird wiederhergestellt. Reißt dem Wasser nicht! Soll ich es einfach nur überleben oder soll ich in der Zeit alles töten? Gott, ich hasse den Edenapfel, der ist so eine Scheiße. Deine Leute sind alle tot. Ich will, dass die Assassinen heute untergehen. Ich würde auch lieber so ein Schwert haben und Leute töten können, aber nein. Ich muss den benannten Apfel nehmen. Ich krieg dann Missionen, wo ich nicht Schaden nehmen darf. Tötet ihn! Bald ist euer Leben verwirrt und mein Reich wird wiederhergestellt. Reißt dem Assassinen die Kehle raus! War ich gerade falsch? Wie ist denn euer Tod? Ich will, dass die Euer Onkel wehrte sich! Achso, ne, ich hab's richtig gemacht. Legt eure Waffen nieder, Cesare Borgia! Micheletos Heer marschiert hinter mir auf! Wir erobern meine Stadt ein für alle Mal zurück. Das ist nicht mehr eure Stadt. Auf Befehl Papst Julius II. Verhafte ich euch, Cesare Borgia. Für die Verbrechen Mord, Betrug und Inzest. No, 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 no. Das ist nicht das Ende. Ketten halten mich nicht. Ich sterbe nicht durch die Hand eines Menschen. RIP. Es war die Art, wie er es sagte. Ketten halten mich nicht. Wenn du so besorgt bist, es gibt immer einen Weg. Nein, er ist zu mächtig. Er muss außer Reichweite von Menschen versteckt werden. So eine Schande. Ein Meisterwerk zu verstecken, wo niemand es sieht. Und doch. Was, wenn er meinte, was er sagte? Ich kann's nicht riskieren. Er hofft es anzufassen, Ezio. Das ist böse. Cesare hatte recht. Ich muss gehen. Und deine Freunde? Die Bruderschaft wird fortbestehen. Mit mir oder ohne mich. Was hast du als nächstes vor? Eine Sarg sehen. Hier, ein Geschenk. Wenn das der Abschied ist, dann behalte dein Geld. Ich will es nicht. Wir werden uns wiedersehen. Du hast mein Wort. Buona Fortuna, mein ältester Freund. Und nimm das Geld. Bei deinem mageren Lohn wirst du es brauchen. Schließlich wurde mein Patron verhaftet. Oh Gott, war's das jetzt endlich? Kann ich jetzt endlich wieder das Spiel spielen? Mein Assassin ist gestorben. Meinen Respekt, Herr. Das ist eine Plattenrüstung oder der mit so einer kleinen Rüstung da? Oder die mit einer kleinen Rüstung? Gott, ja, es reicht jetzt langsam, meine Güte. Ich wollte ja echt keine epileptischen haben. Wir brauchen ja nur eine Maschine von hier, dem Typen. Und der Part ist jetzt auch vorbei. Oh Gott. Wie habt
ihr mich gefunden? Der Apfel aus dem Besitz von Mario Auditore führte mich her. Oh Gott. Tötet ihn! Tötet den Assassinen! Reißt den elenden Bastard in Stücke! Oh Gott. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.